Also, das ist ja eine Freude, dass so viele da sind. Herzlich willkommen und guten Abend. Und ich will heute aber mal nicht einleiten. Ich mache das sowieso immer viel zu lang und habe noch was anderes zu sagen. Weil unser Kaminfeuer auch wirkt. Das war zum Beispiel im Juni 2012 der Fall. Ihr erinnert euch alle noch, da saßen wir nicht nur zu viert hier, sondern zu fünft. Da hatte ich einen alten Studienkollegen eingeladen, den Norbert Seitz vom Deutschlandfunk. Und unser Thema war Kanzlerbungalow und Staatsarchitektur. Das haben dann sich später auch zwei junge, strebsame Architekten angeschaut, weil die den Kanzlerbungalow so als Idee im Hinterkopf hatten. Denn die wollten den Wettbewerb, ich weiß nicht, ob man das so nennt, um den deutschen Pavillon gewinnen für die Architekturbiennale in Venedig 2014. Und dann haben sie eben unsere Sendung gesehen, haben den Wettbewerb gewonnen, ist doch ganz klar. Und sind jetzt Generalkommissare. Der Alex Lehnerer und der Savas Tsiriziatis aus Zürich, die haben mich auch besucht und wir haben darüber gesprochen. Und es gibt eine Einladung oder vielmehr die Idee, auch ein Kaminfeuer in Venedig zu machen. Und so wie ich nun mal bin, habe ich gesagt, mache ich nur mit, wenn ich das mit meinen drei alten Kumpanen machen darf. Darauf gibt es aber noch keine Antwort. Vielleicht guckt der Savas und der Alex jetzt auch mit. Und dann können die sich das nochmal überlegen, wenn wir heute nicht so viel Scheiße erzählen. Und da, aber auf Italienisch machen dazu, wir das. Natürlich machen wir das dann auf Italienisch, aber heute noch nicht. Arno, das Thema ist von dir, ja? Willst du es nicht mal einführen und sagen, warum wir darüber reden wollen heute? Doch. War ein spontaner Einfall. Ach weil, so, du hast gehofft, dass dann andere... Ja, weil, sagen wir, Vorbilder ist ja klar. Gibt es immer. Viele getrauen sich nicht davon zu reden, weil man ja alles selbst erfindet. Und das Wort Nachbildner kommt in... Das ist ja von Platon, das über die Nachbildner, wo er im Prinzip schimpft über die Frage, wie der Künstler mit den Dingen umgeht, die tatsächlich da sind oder die wir uns vorstellen und die das natürlich nicht hinbekommen, sondern eigentlich verfälschen würden. Und dieses Wort Nachbildner, also das N, das da drin ist, das birgt ja in sich auch, oder es hat den Anschein eines Negativ, hat etwas Negatives in sich. Der Nachbildner. Findest du das auch, Klaus? Durch das Nach kommt das Negative hinein. Ja. Der Bildner an sich ist ja etwas Positives. Ja. Erstmal derjenige, der aus sich selbst heraus etwas bildet. Das wäre der Bildner, wenn ich das so sehen kann. Der Nachbildner, wird, das wird negativ, weil er sich auf ein Vorbild bezieht, dass er nachbildet. Nur nachmacht. Ne? Nachmacht, aber vielleicht den Inhalt nicht versteht, sondern eben die äußere Form nachahmt. Könnte das sein? Das könnte so sein. Ja. Aber vielleicht muss er doch noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden. Ne? Was wird nachgebildet? Weil irgendwo muss ja immer ein Beginn sein. Ne? Wenn ich, was steht zu Anfang? Und denkst du, dass das Wesentliche, was auch Architektur nachbildet, aber vielleicht alle anderen Künste genauso, ist ja vielleicht das, auf was man sich am unmittelbarsten beziehen kann, das ist der Mensch selbst, man selbst. Der Mensch in seiner Proportion, in seiner Gliederung. Da denke ich tatsächlich an die, wenn ich an die europäische Architektur denke, ist es die Säule, ne? Fußpunkt, ja. Schaft und Kopf. Das ist ja die erste Nachbildung. Ne? Das ist nicht der Baum, der nachgebildet wird, sondern es ist der Mensch, der irgendwo in der Säule drinsteckt. Und danach könnte ich die ganze weitere Architekturgeschichte quasi herleiten, auch was Proportionen angeht. Immer
auf den Menschen bezogen. Man kann ja gar nicht anders als auf sich selbst bezogen sein. Also der Künstler, der Mensch hat sich selbst das Vorbild gegeben als Mensch. Sagst du das uns? Nee, das sage ich nicht. Nee. Für die Architektur hat er uns das Vorbild gegeben, nicht für sich. Wisst ihr, wie alt das Wort Vorbild ist? Nein. Man kann ja Lücken zugeben, oder? Ich hab das ist die Größe des Alters. Ach, was? Anno, das weiß ich doch auch nicht. Ah ja. Aber es ist doch ein süßes Wort. Vorabilidi. Das ist Althochdeutsch. Ist nachgewiesen bis zurück ins 11. Jahrhundert. Also wir müssen uns auch wieder klar sein, wenn der Klaus über die Antike redet, denn wir reden etwas, was viel länger schon da ist. Aber das Wort, das wir dazu benutzen, jetzt als Deutsche, ist nicht unbedingt so alt wie die Praxis, Vorbilder zu haben und Nachbilder zu haben. Ne? Das Wort scheint vielleicht nur aus dem Hochmittelalter zu kommen und ist so schön harmlos, vorabilidi. Hm? Hast du ein Vorabilidi? Nicht bewusst, aber unbewusst sicher ganz viele. Was? Nicht bewusst? Das ist eine Lüge. Bewusst. Alle Architekten sagen und Künstler sagen immer, sie haben natürlich kein bewusstes Vorbild. Genau. Also deswegen nicht bewusst. Ich würde jetzt nicht zugeben, ein Vorbild zu haben, weil genau da kommen wir an den Punkt, den du auch so ganz am Anfang schon kurz angeschnitten hast. Es ziemt sich ja nicht so richtig, Vorbilder zu haben oder die zuzugeben. Und das hängt, glaube ich, auch mit einer Profession zusammen, die bei uns noch ein bisschen anders ist wie in anderen Künsten. Denke nur an die Musik, dass die Frage ist, das Vorbild, das Nachahmen eines Vorbilds auch immer unter einem Verdacht steht, nämlich sich es leicht zu machen, ein Vorbild nachzuahmen, ohne sozusagen die Last der eigenen Erfindung zu übernehmen. Und ich glaube, da gibt es auch so die Differenzierung. Was erlaubt ist, finde ich auch in der Kunst, ist die Kombinatorik von Vorbildern so, also Kombinatorik neu zu konfigurieren, aus verschiedenen Vorbildern, dass etwas Neues entsteht. Das ist, glaube ich, durchaus erlaubt, ist auch in der Musik ja gang und gäbe, auch die ganze Musikgeschichte der letzten Jahre, der populären, aber auch der ernsthaften Musik ist so, dass es ja immer wieder eine neue Kombinatorik ist von Motiven, die eigentlich in sich selbst tanzen. Du musst aber immer sagen, bei der Musik meinst du jetzt das Komponieren oder das Ausführen? Das Ausführen. Weil bei dem Ausführen sind die entsprechenden Künstler eigentlich immer bereitwillig dabei, ne, Vorbilder zuzugeben. Genau. Ja. Als Komponisten natürlich genauso wenig wie Architekten. Genau. Gell? Und ich glaube, da liegt aber auch so ein bisschen der Punkt, weil wir natürlich in dieser Nachahmung im Grunde genommen, ich weiß nicht, auch Corbis hier hat das ja schon gesagt, es gibt eine begrenzte Anzahl von Formen, die benutzt man, kombiniert sie und es entsteht etwas Originäres in der Kombination, aber nicht sozusagen in dem einzelnen Glied dieser Kombination. Mhm. Die sind immer bekannt. Und ich glaube, bei uns Architekten ist die Nachahmung, die bewusste Nachahmung deswegen verpönt, weil sie im Grunde genommen natürlich auch sozusagen eine Kopie des Urhebers, eine Nachahmung ist eines schon gedachten Konstruktes eines anderen und das wirkt verdächtig. Und ich finde interessant, dass wir Architekten, wenn ich mal das Rechtssystem zum Beispiel angucke, immerhin ja auch eine standesrechtliche Vereinigung, die Rechtsprechung basiert eigentlich auf Urteilen, also zumindest soweit ich das weiß, die schon mal bekannt sind, die werden im Grunde gesammelt und die Rechtsprechung bezieht sich ja immer auf schon mal gewesen Urteile. Darauf basiert fast die gesamte Rechtsprechung. Es wurde ein Urteil über etwas gefällt und dann bezieht man sich darauf und sagt, das ist, wir müssen ja immer diese Fälle zitieren. In der Architektur wäre das so ein bisschen anrüchig, das so zu tun, dass du bewusst sagst, es wurde so schon mal gebaut, deswegen mache ich es genauso. Und es hat sich ja als gut erwiesen. Mhm. Und ich glaube, da kommt sowas zusammen, wo wir als Architekten eben... Aber im technischen Bereich würdet ihr das doch machen. Im technischen, ja. Aber wir würden immer behaupten, dass diese Schöpfung per se, also, also dieser schöpferische Moment liegt genau darin, dass du etwas tust, was so vorher noch nicht in der Kombination da war. Und interessanterweise gibt es ja auch kaum Dinge, die sich gleichen. Also die komplette Kopie, also die exakte Kopie gibt es in der Architektur, bei dem vielen, was gebaut wird, eigentlich nicht. Also die absolut exakte, weil es doch immer wieder eine kleine Differenz gibt. Aber es gibt auch einen Unterschied zwischen dem Vorbild und dem Begriff der Wiederholung oder der Kopie. Ja. Das ist doch was anderes. Ja.
Und ich glaube schon, dass dann die Angst, sich auf ein Vorbild zu beziehen, daher kommt, dass die Moderne und der Individualismus auch in der Moderne uns fordert, dass das nicht so sei, was aber tatsächlich so ist. Ja, klar. Denn die ganze Architektur, wenn wir nur Körbe sehen eben, das sind natürlich alles gesehene Dinge. Und die ganze Baugeschichte, wenn man bis zur Moderne mal geht, das ist eigentlich eine sukzessive Weiterentwicklung von Typologien, die einfach weitergemacht werden und weiterentwickelt werden und wo natürlich das Vorbild die ganz entscheidende Rolle spielt. Ja, aber denn sonst wird sich ja der Typ nicht rausmändeln. Man darf eben vielleicht nicht von Kopie sprechen. Das ist was anderes als das Nachbilden. Das Nachbilden heißt ja, ja nur, es kann dem Prinzip nachgebildet werden. Dass man eine Ecke ähnlich macht, nur dem Prinzip nachmacht, wie Corbusier sie gemacht hat. Aber es ist keine Kopie. Aber man kann Raumtypologie machen nach dem Prinzip, wie man es irgendwo anders schon vorfindet. Das ist aber dennoch keine Kopie. Aber das Böse war, ist ja spätestens von Semper in die Diskussion geworfen worden, in der Polychromie-Schrift, nicht? Man hat uns zwei Papiere gegeben, ja, die Durand'schen Assignaten und das Ölpapier. Mhm. Und da beschreibt er ja, ne? das ist der Fluch, nicht? Der Moderne, dass die Leute jetzt eben durch das Ölpapier durch alle Zeiten hindurch kopieren können. Ist das eigentlich passiert? Und wir haben das qua Baugeschichte, die Baugeschichte ist ja ein elitärer Filter, haben wir das eliminiert? Also gibt es einen, wie würdest du das sehen, gibt es so einen Kopistenwahn, der typisch ist für dieses 19. Jahrhundert, das sich ja selber beschimpft durch Semper und andere? Ja, das ist so tun und dass die Moderne wieder getan hat, das ist ja unstreitig. Aber es gibt letztlich auch im 19. Jahrhundert kaum das, was man eigentlich als Kopie bezeichnen müsste. Die übernehmen ja nur Formen, die sie dann auch Bauaufgaben anwenden, die zum größten Teil in der Renaissance oder in der Antike oder je nachdem auf was sich berufen, noch gar nicht gegeben hat. Größenordnung von Wohnhäusern, die es vorher nie so gegeben hat. Justizpaläste, die es so nie gegeben hat vorher. Das sind ja nie Kopien, sondern nur die einzelne Form, die übernommen wird. Und dahinter steckt eine modernste Haustechnik und modernste Konstruktion und alles. Es sind ja eben keine Kopien. Der Semper polemisiert damit, der weiß das ganz genau, dass es so nicht ist. Dass man damit nicht auskommt in einem Abzeichnen. Mhm. Sondern das ist, man benutzt Formen und das sind wieder die Vorbilder, die man nachbildet. Nicht kopiert, sondern man übernimmt es, setzt es in einen ganz anderen Zusammenhang ein. Lernt aus der Geschichte und bildet weiter. Ihr sprecht gleich. Merkst du das? Nee, es ist auch, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Vorbild und Bild. Wenn du das auf Personen beziehst, sind Vorbilder für mich so aus der früheren Geschichte, sind es Heilige, Heroen, sind Personen, an denen wir Werte und Moralvorstellungen festgemacht haben. Das waren Erzählungen, die überliefert wurden, das waren unsere Vorbilder. Nachdem man auch selbst überprüft hat, wie weit man sozusagen sich von diesem Vorbild wegbewegt. Heute in so einer medialen Gesellschaft bewegen wir eher Bilder. Also wir machen ja nicht, wir begreifen ja nicht mehr dieses Vorbild sozusagen in seinem Wert und seiner Moral, sondern wir nehmen Bilder. Und das ist, glaube ich, die Veränderung. Und da beginnt auch die Frage irgendwie, ob das Vorbild ein positiv besetzter Begriff ist in der Architektur oder ob die Bildübernahme ist für mich eher ein negativer Begriff. Weil die Bildübernahme, glaube ich, ja gar nicht diesen ganzen Wert und die ganze Hintergrund sozusagen dieses Bildes einfach, den du übernimmst, übertragen kannst auf dein Bild. Hingegen eine Vorbildfunktion, glaube ich, die kannst du sehr wohl, das ist eine moralische, das sind irgendwie Werte, Ziele, die du übernehmen kannst. Und ich glaube, da beginnt genau der Punkt, weswegen wir auch ja eine Identität als Architekten, die ist ja viel fragmentierter wie früher. Früher hast du eine bestimmte Genese, eine kulturgeschichtliche Einordnung gehabt, die war viel fester, viel direkter. Heute bist du im Grunde genommen einer Bildwelt ausgeliefert, die aus allen globalen Ecken dieser Welt kriegst du sozusagen Informationen und musst dir daraus sozusagen eine Selektion von Bildern machen. Und die sind natürlich nie irgendwie, glaube ich, begriffen, sondern die sind schlichtweg nur übernommen. Und da, glaube ich, leidet die Architektur drunter. Aber das trifft den Begriff Vorbild auch sehr gut, weil die ersten Vorbilder sind die Eltern und die werden natürlich kopiert. Genau. Deswegen Karl Valentin, du musst gar nicht erziehen, die Kinder machen es ja sowieso nach. Ja. Ja? Und das Prägung, also das ist
für Freud sind das auch die wichtigsten Vorbilder. Und auch in Erhebungen habe ich gelesen, die Jugendliche befragen, was ihre Vorbilder sind, die jetzt schon sehr viel älter sind, also 17, 18. Da schieben sich dann zwar an die erste Stelle bereits Popstars, aber oft ist an der zweiten und dritten Stelle sind immer noch die Eltern zu finden. Das heißt, man hat das Geprägte, also das, was man kopiert, immer noch vor Augen, aber mit den Popstars kommt natürlich dann schon dieser Wunsch nach einer eigenmächtigen Wahl zum Ausdruck. Und wenn wir von Vorbildern in der Architektur reden, werden wir wahrscheinlich keine wirklichen Prägungen vor Augen haben, oder meint ihr, dass es sowas auch gibt? Doch. Sondern eher eigenmächtige, ja, gibt es das doch auch? Absolut. Ja. Absolut. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man sich klar darüber ist, dass man Vorbilder hat und dass man danach arbeitet. Merkwürdigerweise ist in den letzten 50 Jahren hat sich das so herausgemäntelt, dass es anscheinend ein Tabu ist, Vorbilder zu haben. Denn das sehen wir ja bei den Entwürfen, die da hängen, wenn wir darüber diskutieren und sagen, woher kommt denn das, woher hast du das? Selbst erfunden. War das bei euch anders damals? Das war schon zu meiner Zeit so. Ja. Das war, wie ich studiert habe, war das absolute peinliche Geschichte, wenn du erzählt hättest, mir gefällt Ronchamp, deshalb mache ich das jetzt so. Das wäre oberpeinlich gewesen, ne? Da hättest du heimgehen können. Und ich glaube, dass das schon noch heute Bestand hat, dass so ein Tabu ist, sich auf ein Vorbild zu beziehen. Welcher Architekt oder welche Architektin gibt schon zu, wenn sie ihr Haus vorstellt oder in einem Werkbericht, dass das Dach oder das Fenster oder die Wand oder das Material von da oder daher kommt, von einem Haus, das 20, 100 oder 400 Jahre alt ist. Das würde man nie machen. Nie. Und das hörst du auch nie. Und also außer in der Postmoderne, aber da waren es dann nicht, da waren es eben nicht die Personen, auf die man sich bezogen hat, sondern die Gegenstände, die die Architektur ausmachen. Aber das ist inzwischen wieder verblasst. Eine Person wie Palladio auch, ne? Ja, auch eine Person, aber mit der Architektur, die dazugehört. Ne? Das ist klar. Ja. Ja, gut, es gibt ganz paar wenige. Einer sitzt rechts von mir, die es auch mal zugeben, dass sie was übernommen haben. Ne? Und sagen, wie quasi eine Anmerkung ans Gebäude, das habe ich von da und dort. Also ich kam drauf, weil wir gefragt wurden, ob wir am Pfefferberg Ausstellungen machen über unsere Arbeiten. Und dann kamen wir in der Diskussion drauf, dass es uninteressant ist, also immer nur das zu zeigen, was man macht, sondern dass man sich selber mal überlegt, wieso kommt denn, woher kommen die Dinge, die wir machen? Und die kommen ja nicht von uns, ja, sondern dass man sich mal konzentriert darauf, und woher kommt es? Und natürlich gibt es Vorbilder, ist doch keine Frage. Ja? Zum Beispiel, du bist eins. Und das war, und zwar gestern, vorher nicht. Bis zum gestrigen Tage noch nicht. Aber gestern schon. Ein bauender Architekt, der sich weigert, mit seinem Werk zu argumentieren und sogar überhaupt kein Bild zeigt, das würde ich schon raten, den Studenten ein bisschen als Vorbild zu nehmen, weil ich bin satt, diese Architektenvorträge mit den 1000 Bildern und meistens den eigenen Bildern. Ein Architekt kann schon genug Vernunft zusammenraffen in seinem Kopf und auch Zeit finden zu Hause, trotz aller Arbeit, um einen glasklar und originell durchformulierten Vortrag zu halten. Das ist leider sehr selten. Und ich glaube, das machen auch Vorbilder aus. Die machen nämlich etwas, was nicht gerade gang und gäbe ist. Ne? Die scheren aus der Reihe aus, sonst würden sie auch gar nicht weiter auffallen. Natürlich kommt noch dazu wahrscheinlich, dass ein Vorbild zwar sehr individuell gewählt werden kann und man dann sagen kann, das ist mein Vorbild und es schert mich überhaupt nicht, dass andere ganz andere Vorbilder haben, aber ich glaube, man trifft öfter auf das Phänomen, dass man Vorbilder gerne teilt. Ne? Wie ist das? Wie siehst du das? Ich glaube, dass das Vorbild, also dieses Vorbild, das meinte ich vorhin, ich glaube natürlich, keiner schöpft sozusagen aus
sich selbst. Das geht hier nicht. Ich glaube nur, dass wir diese Vorbilder, diese Kennung, diese Eindeutigkeit, welche Vorbilder und diese Zuweisung, die sind unschärfer, vermute ich, geworden, weil die Einflüsse viel komplexer sind und deswegen neigt man dazu, auch ein Vorbild nicht tatsächlich in sein, dass es ihm Halt und Sicherheit gibt durch die Nachahmung. Das hat ja der Sinn eines Vorbilds. Du versuchst ja Gewissheit für dich selbst zu bekommen, indem du einem Vorbild nachgehst. Also das ist ja eine Beruhigung für dich auch. Ist doch immer so, wenn du vor einem Blatt Papier sitzt und dir fällt, es gibt ja so Momente und die gibt es leider häufig und es fällt dir nichts ein, wie gehst du das Ding an? Und dann gibt es sowieso Fallschirme und die Fallschirme sind diese Vorbilder für mich. Diese Vorbilder sind dann Dinge, auf die man zurückgreift und sich erstmal losbewegt, weil man sagt, es gibt einem Halt, es gibt einem Sicherheit, das scheint ein Weg zu sein, der ist ja schon mal begangen worden, der hat zu einem Erfolg geführt, den kann ich erst auch mal gehen. Und heute ist es, glaube ich, schwieriger, aber diese vorbildhafte Haftigkeit für dich selbst zu erkennen. Deswegen, wenn du mich fragst, hast du ein Vorbild? Komischerweise, ich kann wirklich das nicht so benennen. Aber es gibt natürlich unheimlich viele Bilder und Vorbilder, die sich aber so aus ganz vielen vorbildhaft sind. Bei dem einen für mich ein Aspekt X, wie er konstruiert. Bei dem einen der Aspekt, wie er vielleicht irgendwie kommuniziert. Bei dem anderen ist es wieder was. Und es gibt so eine Gemengelage. Und wo ein wichtiger Punkt ist, wo ich noch darauf hinweisen wollte, vorhin bei Bild und Vorbild. Ich habe letztens von Thomas Macho, das ist so ein, der hat Vorbilder ein Buch geschrieben. Ich habe es zugegebenermaßen nicht ganz geschafft, weil es super schwierig zum Lesen ist. Und da ist aber ein ganz interessanter Hinweis, und zwar, dass wir Vorbilder, dass die uns wirklich Halt geben, die geben uns Orientierung. Das Bild wird zum Dämon. Wenn du das Bild nur nachahmst, wird es ein Dämon, weil du immer im Grunde genommen etwas nachahmst, was du nie erreichen wirst, weil du das Bild als Idealisierung hast. Er beschreibt es anhand von diesen Frauenbildern, ne, den Models, ne, weil die auch als Vorbilder für eine ganze Generation von Frauen, bei uns sind es andere Bilder, bei uns könnte man sagen, sind es die tollen Bilder von Architekturen, die weltweit durch die Presse gezogen werden, die immer in einem Moment mit Weitwinkelobjektiv ganz toll fotografiert sind. Wir sehen diese Bilder und ich weiß nicht, ob es euch nicht auch so geht. Ich sehe die dann und denke, oh Gott, das kriegen wir nie hin. Das ist so unglaublich, wie die das da hingekriegt haben. Jetzt gehst du dann vor Ort und denkst, oh, so toll ist es nicht, also überall die Ecken sind schlecht gemacht und was weiß ich, dann relativiert sich. Aber da du diese Bilder nur im Kopf hast, scheiterst du, das wird ein Dämon sozusagen, den du nie erreichen kannst. Und deswegen bist du frustriert als Architekt, wenn du diese tollen Bilder siehst, die aber eigentlich ja keine Vorbilder sind, sondern Bilder, die du nie erreichen wirst. Das ist ein witziger Effekt, wenn du beschreibst, dass genau das, was immer unter dem Verdacht stand, als Bild bloß Abbild zu sein, ja, genau, und Nachbild und damit eigentlich was Geringerwertiges, dass das plötzlich so eine Aufwertung erfährt. Weil es auch manipuliert ist. Na klar, ist, ne? Natürlich. Sind ja das hat der Bilder, Corbusier selber schon in Versyn-Architektur ja gemacht. Und hat die kleinen Ornamente aus den Ingenieurbauwerken rauskopiert. Ne? Also das ist eigentlich eine Strategie, die durch die modernen Rendering-Methoden nicht erfunden worden. Das konnte man schon früher und hat es auch gemacht. Ne? Ja. Aber sag mal, ist es nicht so, dass man, wenn man wie du sagt, das ist eine Vielfalt von Bildern, Menschen und Werken, Bauwerken, die mich da inspiriert, dass wenn du jetzt zurückgehst in deiner Laufbahn, dann vielleicht doch auf einige Bauwerke, weniger Bauwerke oder Namen kommst, die du vielleicht mal sagen könntest, die dich so im Beginnen sehr stark berührt und irgendwie das jetzt beeinflusst nie drauf haben. Aber Otto Wagner, ja eben, deswegen ist es doch spannend. Also meine Diplomarbeit, wenn ich hier jetzt mal hinhängen würde, was ich aber nicht tun werde, die ist... das wäre doch eine spannende Ausstellung, die Diplomarbeit zum Professor. Das ist, könnte sein, dass dann einige von uns sich hier verabschieden müssen. Das ist aber auf jeden Fall so, die war wirklich von Otto Wagner beeinflusst. Jetzt aber das ganz naiv, ich war einfach vor der Diplomarbeit, zwei Monate vorher, mir ist da ja auch super einfach strukturiert, war ich in Wien. So, jetzt war ich in dieser Postsparkasse. Richtig so. Dann gucke ich mir den Kram so an von Otto Wagner und denke mir, gut, Diplom steht an. Und dann ist man relativ nah dran. Und das ist wirklich heute komplexer geworden. Und es ist wirklich dieser blöde Satz, je mehr du weißt, und ich weiß ein bisschen mehr heute wie damals, desto schwieriger ist für dich eine Selektion zu treffen, welchen Dingen du wirklich, welche Dinge für dich eine Bedeutung und tatsächlich eine Wertigkeit haben und welche nicht.
Und insbesondere, wenn es schnell gehen muss, wenn du unter Druck, Gefahr und gerade gar keinen Kopf hast, weil du eben gerade angesprochen hast, dass er sich die Zeit nimmt, mal einen vernünftigen Vortrag vorzubereiten, dann neigt man unheimlich schnell dazu, nicht vorbildhaft irgendwie etwas zu bringen, sondern bildhaft einfach nur zu übernehmen, weil der Druck ist groß und das Bild ist schnell da und dann wird es sinnentleert und dann wird es auch gefährlich. Dann ist nämlich eigentlich mit der Bildübernahme, ist ähnlich wie bei den Frauen, die diesen Modellen nacheimen wollen, ist die Enttäuschung vorprogrammiert, weil es natürlich so schön nicht wird. Und das ist so ein Problem, finde ich. Deswegen als Vorbilder finde ich, früher waren die Direkter, könnte ich dir die wirklich nachweisen, das waren wie so Zyklen. Da war mal der Oskar Niemeyer, war auf einmal mal ein Thema, der wurde sauber durch die Gegend geschwungen. Dann gab es irgendwie den Herrn Wagner, dann wurden irgendwie die Kacheln alle genagelt. Und so gab es dann so Punkte, wo man irgendwie so Vorbilder hatte. Und man hatte übrigens auch Vorbilder nicht von der Architektur. Ich weiß noch, dass mich dieser Schindler wahnsinnig begeistert hat, weil der scheinbar mit ganz den Frauen seiner Bauherren hat er immer wunderbare, amoröse Verhältnisse. Also, das war billig. Das war Rudolf Schindler, ja, der war berühmt scheinbar. Und da dachte ich immer, wow, Architekt, Hammer. Also der hat scheinbar, ist halt nicht gut geendet. Ne? Aber er hat bei dir? Nee, bei Schindler. Aber war alles okay. Glaub. Aber es ist so, dass ich weiß, dass Figuren haben mich auch zum Beispiel allein von der Attitüde, das war eher vorbildhaft. Also ich glaube, dass das überhaupt das... dass das wirkliche Vorbild ist, weil das Bild ist nicht das wirkliche Vorbild, sondern das ist ein Abbild von irgendwas Zufälligem, das wir nie so sehen werden, sondern das, was hinter dem Bild steht. Also du willst wissen, wer die Person ist und das Wesentliche, glaube ich, und das, die wird erst zum Vorbild, wenn du merkst, sie ist authentisch. Ja. Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist. Also wir haben ja auch so ein paar, wie jeder halt, wo ich denke, ja doch, das ist ein Vorbild. Also bei uns ist sicher Leverenz so ein Vorbild, weil der Leverenz wahrscheinlich schon unter den Architekten eine der wenigen wirklich authentischen Personen ist, die aus sich selber raus Dinge machen, die eben ein anderer nicht macht. Und dann geht es gar nicht mehr darum, ob das so aussieht oder nicht, sondern wie kommt der Mensch dazu, das zu machen und welchen Hintergrund hat er? Und das ist dann das eigentliche Vorbild. Und ich glaube, dass das so wirklich die ausmacht, denn das macht auch den Wagner aus. Das ist ja nicht die Kachel mit der Schraube drauf, sondern dass er als einer und die anderen machen es nicht, dieses macht und es hat einen bestimmten Grund. Und das ist doch immer so, egal ob wir Schinkel oder Wagner oder Loos zum Beispiel nehmen, das sind ja absolut authentische Personen, was bei Niemeyer schon ein bisschen ins Kippen kommt, vor allem bei dem späten Niemeyer, weil es da um die Form geht und nimmer die Person als solche das repräsentiert in ihrem Denken. Das finde ich schwer nachvollziehbar. Ob das dort authentisch, finde ich schwer nachvollziehbar. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ein Wort, das versucht, gegen das Modische Einhalt zu gebieten und ist selber furchtbar modisch geworden. Und Niemeyer zu unterschätzen, sollte man sehr vorsichtig sein, weil Otto Wagner sehr modisch war, sehr clever war, in Immobilien heiß sowieso, die Kacheln nagelte oder auch nicht und klebte und also mit allen Wassern gewaschen war. Also der Niemeyer müsste wirklich mehr von vielen Musen, modernen Musen geküsst worden sein, um diese Cleverness noch überbieten zu können. Aber könntest du nicht noch ein bisschen deutlicher sagen, Herr Leverenz, was das genau, weil es ist ein Unterschied. Bei ihm merkt man, Otto Wagner, und er selber ist es aber gar nicht. Ne, er schlingert sich so wieder ein bisschen raus, nennt ein Vorbild, was man mit ihm nicht in Zusammenhang bringen kann, was man aber mit Podrecka in Zusammenhang bringen könnte, und den kennt er ja nur. Der würde sagen, was? Das war ein Parvenu, ein dummer Mensch, der konnte nur Billard spielen. Ne, also er hatte natürlich auch mit dem gar nichts zu tun. Aber du bist einer, der jemand nennt, zu dem dann tatsächlich auch eine Nähe, ästhetische Nähe hergestellt wird im eigenen. Gut, also ich kann das im Unterschied zu Wagner sagen. Wagner war, ich meine, der war 43 Jahre alt, hatte schon einiges gebaut und dann hat seine Mutter gesagt, du musst jetzt was anderes machen, das muss anders sein. Und da hat er, ich glaube, das war, Franziska weiß das besser,
das war das Haus, das unten da beim Schloss von Prinz Eugen, wie heißt es nochmal? Im Belvedere gegenüber. Wenn du von unten kommst, steht ein Wagnerhaus. Und das markiert diesen Zeitraum, wo die Mutter sagt, sie ist wie ein Couch zu ihrem Sohn quasi. Die Geschichte mit der Mutter kenne ich nicht. Ah ja, also die kenne ich von dem Roland Schachel noch. Und der war dann intimer Kenner dieser Situation. Und das bringt ihn dazu, zu gucken, was der Markt so quasi hergeben würde. Und insofern ist schon ein Unterschied zwischen Wagner und Loos oder Wagner und Schinkel. Den sehe ich so. Und es ist ja auch bezeichnend, dass die Wagner-Schule eine sehr formale Schule ist. Also nicht eine stark inhaltliche, sondern die Wagner-Schule mit Olbrich und mit Hoffmann und wer da alles dazugehört, ist eigentlich eine sehr formale Schule. Also es geht sehr stark um die Frage, wie sieht das Ding aus. Ja. Bei Leverenz ist es was anders, weil Leverenz natürlich auch eine Person ist, die jetzt im internationalen Konzert zunächst der Moden überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Und nochmal, wieso ist das so? Und dann merkt man, dass es natürlich was mit Lebenseinstellung zu tun hat, auch mit der Fähigkeit, sich völlig abtrennen zu können von dem, was man macht, sondern sozusagen eine eigene Denke entwickeln, die dann ganz eigene Dinge produziert, die auch merkwürdig sind und die zunächst auch die Frage, kommt es an oder nicht, die den völlig kalt lassen. Und der Macht hat bestimmte Vorstellungen. Und ich glaube schon, dass Architektur etwas damit zu tun hat, dass man versucht, das Lebensbild, so wie man sich selber sieht und wie man die Welt sieht, in diesen Dingen, die man macht, abzubilden. Und wenn dieses Bild von außen herkommt, wenn man sagt, ich bin da gar nicht selber, sondern ich sehe das von außen und wenn ich das mache, dann wird es schon toll, dann geht der Zug raus, dann kommst du nicht mehr da rein. Aber sagen wir mal, bei Loos, der jetzt zum Beispiel auch kein genialer Zeichner war und kein von Dekoration nun vielleicht nicht so viel. Doch, das schon. Das kommen wir nachher nochmal drauf, ja. Weil er ein Mann des 19. Jahrhunderts eigentlich ist. Ja, er ist ja kein Moderner. Ja, ja. Aber bei Loos kommt ja so eine ganz eigenständige Überlegung über die Ökonomie und über die Fragen des Lebens. Und interessant bei ihm ist doch, dass er sich in seinen Schriften gar nicht so sehr über die Frage, wie sieht etwas aus in der Architektur oder warum hat es so, sondern mehr, wie leben wir und warum leben wir so und was bedeutet Ökonomie für den Menschen, was bedeutet Kleidung für den Menschen, also dass er von so einem Menschenbild ausgeht. Ja, also ein Kulturtheoretiker, ja. Aber ein großer Ästhet auch. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da Dinge vermischen, die vielleicht getrennt gehören. Das war Persönlichkeiten, menschliche Persönlichkeiten, die ihr Weltbild irgendwo darstellen können, gehört ja auch dazu, dass man fähig ist, das sprachlich auszudrücken, ja. Und ein architektonisches Werk. Das kommt ja seltenst mal auf eine Bahn, dass es auf gleicher Höhe ist. Vielleicht wirklich nur bei wenigen, aber vielleicht bei Loos, vielleicht bei Corbusier, vielleicht bei Frank Lloyd Wright, den ich vielleicht noch stärker als eine so einer Persönlichkeit sehe. Wundert mich überhaupt, dass der nicht in so einer Runde jetzt schon genannt worden ist, weil er ist eigentlich derjenige, der am selbstständigsten ist und immer wieder sich neu erfindet, aber immer auch irgendwie das gleiche Ziel weiter verfolgt, ganz selbstständig, fast aus sich selbst heraus, immer wieder neue Ideen zu kreieren. Ja. Natürlich nicht aus sich selbst heraus, er lässt sich sehr stark anregen, bautechnisch anregen, formal anregen, immer wieder neu, aber immer tatsächlich über 50 Jahre, fast 60 Jahre, immer wieder neu, irgendwas neu zu erfinden, letztlich im 19. Jahrhundert vielleicht irgendwo verankert ist, aber trotzdem immer wieder weitergeht. Er ist ja vielleicht der kreativste unter den Architekten des 20. Jahrhunderts. Ja, kann man so sagen. Ja. Und jemand, der es auch noch darstellen konnte, der jedenfalls da so eine Aura wohl produzieren konnte als Mensch und als fast Schriftsteller, könnte man sagen, so wie er die Dinge rüberbringt, zum Guru. Ja. Aber das sind ja schon immer die Mehrfachbegabungen auch. Ja. Also ich glaube, dass das schon dazugehört, dass sagen wir, die Begabung auf ein Instrument zu spielen oder eine Zeichnung zu machen oder etwas zu schreiben, diese Mehrfachbegabung aus sich heraus etwas zu machen, das hat ja einen viel breiteren Hintergrund.
oder? Ja, ja, sicher. Also es gibt ja selten diese Mehrfachbegabungen, ne, wenn man das wirklich ernst nimmt. Du, die werden aber oft produziert, weil das erwartet wird. Wenn einer eine Besonderheit wirklich repräsentiert und alle fragen sich, Mensch, ist das toll, wie kommt das und so weiter, dann wird das auch verlangt von so jemand, das zu artikulieren. Es gibt, denn es stimmt, was der Klaus sagt, es gibt ganz viele großartige Künstler, die zunächst darauf verzichten, das zu kommentieren, um zugleich auch Schriftsteller sein wollen oder ähnliches. Ne? Aber die werden zum Teil gezwungen, ihre Gedanken zu formulieren, und dann zeigt es sich, dass die Disziplin, die sie in ihrem Werk behaupten, dann auch behaupten in anderen Versuchen, die sie auf anderen Feldern machen. Das ist meist ganz, gut. Und ich sag unsere Studenten ja auch immer, ist schon komisch, dass die Architekturtheorie so viel Sekundärliteratur produziert und Gescheite und Schlaue und Quatsch, Quatsch, Quatsch und so weiter. Und trotzdem gehen wir immer wieder zurück auf die Primärtexte, die von den Architekten selber stammen, die nicht eben immer die gelenkigste Hand beim Schreiben haben. Nicht? Das mag dann wieder mit deinem Begriff der Authentizität zu tun haben, oder dass wir eben sagen, hier kommt es von der richtigen Person, die Person ist autorisiert. Ne? Das mag. Aber ich wollte eigentlich auch mal fragen, Klaus, wo die beiden sich schon mal so, haben wir auch Vorbilder? Hast du welche? Kannst du welche nennen für deine Arbeit? Nein. Nein. Authentisch aus mich selbst. Natürlich ist man geprägt, ne? Ja, dass man geprägt ist von seinen Lehrern. Ja. Klar, bei mir ist der Heinrich Klotz, der irgendwo dann da immer noch eine Rolle spielt, ne? Den man, ja, aber dass man ein richtiges Vorbild hat und sagt, so möchte ich werden und oder in die Richtung kommen. Oder aus der Geschichte, Kunsthistoriker oder so, die sehr imponieren. Ja, sicher, solche gibt es, die man gelesen hat, die in einem vielleicht im sehr frühen Stadium gelesen hat, die einen deshalb geprägt haben, die man sehr intensiv wahrgenommen hat. Dann gibt es, ja, ich würde das mal Prägung nennen, das ist so wie eine Münze geprägt wird, da bleibt dann so ein Abdruck davon da, und mehr ist es aber auch nicht. Ja. Weil man doch wieder andere Themen sucht und auch, gut, man schaut auch mal hin, wie sind die mit einem Thema umgegangen, wie fangen die an, wie bauen sie das methodisch auf, das sind aber letztlich Handwerkszeug, dass man da wieder nachschaut und nachüberlegt, wie kann man mit dem Thema umgehen. Klar schaut man sich andere Sachen an, gute Schriftsteller, gute Feuilletonisten, wie fangen die in einem Aufsatz an, und dann versucht man das in ähnlicher Weise zu machen und das so in der Richtung, aber jetzt nicht, dass man sagt, ich habe das Vorbild und versuche dem irgendwie nachzueifern und möchte in diese Richtung kommen oder so. Aber darf ich da nochmal zurückkommen? Ja. Ich glaube nicht, dass es mit dem Bild zusammen, was er tut, also was, oder dem Ergebnis, was dann dasteht. Also für mich war der Architekt, nachdem ich im Studium war, das war für mich ein Vorbild. Und ich kann auch sagen, warum. Das war der Ernst Giesel, der ist heute 92, in den 50er und 60er Jahren einer der wichtigsten Schweizer Architekten. Und ich ging zu dem hin und ich habe überhaupt nichts begriffen. Und ich kam hier von der Hochschule und wir konnten ja flott diskutieren und alles, ich konnte aber überhaupt nichts zeichnen. Es war einfach, ich hatte einen Kollegen, der kam von der ETH, der konnte das alles. Und der Architekt wusste gar nicht, was er mit mir anfangen sollte. Und dann habe ich versucht, irgendwie das zu begreifen, was der macht und so. Und wir hatten einen Wettbewerb gemacht von einer Schule in Ickelsau, die wurde dann auch gebaut. Und während der Bauzeit, das war kurz vor Weihnachten, und der hat immer merkwürdige Sachen gemacht und hat auch sehr naheliegende Erklärungen dazu gebracht. Er hat gesagt, wir machen den Brunnen so, da sitzen die Kinder gern hin. Das war's. Und das kann doch nicht sein. Also das muss doch ernsthaft diskutiert werden. Und er hat immer so argumentiert. Und dann hatte der Bürgermeister kurz vor Weihnachten angerufen und hat gesagt, der Brunnen würde ihm nicht gefallen. Und dann hat der Giesel gesagt, ins Telefon gesagt, der Brunnen ist so und der bleibt so und jetzt lecken Sie mich am Arsch, schöne Weihnachten. Und das fand ich so stark, weil der in dieser Unabhängigkeit, der sieht sein Ding und er weiß, es ist gut.
Und der Bürgermeister hat die Hosen voll, dass seine Gemeinde das alles nicht gut findet. Da geht es nämlich einmal um den Markt, also den ich bediene und dem ich folge. Und das andere, was ich meine, dass es das Richtige ist. Und das hat mir imponiert. Das war das Vorbild. Und dann habe ich plötzlich auch kapiert, warum der diese komischen Sachen macht. Weil du steigst über das dann ein, da muss ja irgendwas dahinterher sein, wenn der solche Schwierigkeiten hat. Und das ist doch überall, wenn man wenn man das durchliest, also zum Beispiel Kahn. Ja, Kahn ist auch so eine Figur. Er hat Schwierigkeiten ohne Ende. Und da kann man doch sagen, Mensch, dann mach's doch so, wie die wollen. Er macht's aber nicht. Sondern er hat irgendwie sowas und dann kommt sowas ganz Eigenständiges, so ein ganz eigenes Werk, das irgendwann dann mal auch begriffen wird. Und das finde ich, das ist ein Vorbild, weil das hat unmittelbar dann auch, findet seinen Ausdruck in der Architektur oder dem Bild oder der Sprache, die sie machen. Da finde ich, da gibt es Vorbilder. Und das finde ich einfach, ja, sowas... Was du jetzt erzählst, sind auch hauptsächlich Vorbilder, die vorbildhaft sind in der Art und Weise, wie sie die Dinge tun. Also es ist ja nicht unbedingt dann vorbildhaft, genau dieses Gebäude nachzuahmen. Und ich glaube, da liegt häufig das Missverständnis. Ja, weil ein tatsächliches Vorbild ist doch übrigens auch wirklich so, es ist so lange ein Vorbild, bevor du nicht das Gefühl hast, dass dieses Vorbild auch Dinge tut und macht, die du nicht mehr vorbildhaft empfindest. Ich muss sagen, für mich war das eine Riesenenttäuschung damals im Studium, als ich gehört habe, dass der Corbusier sich den Nazis angedient hat, im Vichy-Regime. Das war für mich wirklich eine Enttäuschung. Ich habe die Architektur auf einmal anders gesehen. Ich konnte es nicht mehr richtig trennen. Auf einmal waren für mich viele dieser Gebäude, wurden anders bewertet von mir, weil dieses Bild nicht mehr für mich gestimmt hat. Auch diese Form des Idealismus und die alles dahinter steckt. Und das finde ich auch ist interessant. Ich habe gestern beim Arno, gestern war es, ach wie die Zeit vergeht, das Artigas-Projekt, diese Schule in Sao Paulo vorgestellt. Ich habe ein bisschen was über diesen Artigas gelegt. Ja. Und ich fand das schon vorbildhaft, wie der im Grunde genommen, der war ja der kommunistischen Partei, hat dann diese Sachen geplant, im Grunde genommen war er wirklich ein Überzeugter, der war überzeugt vom Gemeinwohl, von der Allmende, für die anderen etwas zu tun, von der Offenheit, das sind wirklich Lebensideale, die der gehabt hat. Und dann kam diese Militärdiktatur, der konnte nicht mehr arbeiten, dem haben sie irgendwie aus der Uni geschmissen und alles. Und der blieb unheimlich standhaft. Er hat so ein paar Konzessionssachen gemacht, damit er überleben kann. Und das fand ich zum Beispiel vorbildhaft. Also ich finde, es gehört zu so einem Leben dazu. Dann ist die Architektur, ist auf einmal, das ist das, was der Arno mit authentisch, was du dann jetzt das Wort dann so ein bisschen fragst. Für mich ist es eher eine Vorbildhaft, das ist glaubwürdig einfach. Die Person, das Werk, das passt zusammen, das ist glaubwürdig. Und da ist der Glaubwürdiger beispielsweise wie auch der Niemeyer, der natürlich schon auch so andere, war ja auch Kommunist in der kommunistischen Partei, aber hat natürlich andere Wege so beschritten, die er ganz gut überlebt hat. Und das meine ich, ist das, was einem doch selber trägt, wo man auch, weil man selber ja irgendwo als Vorbild ist, übrigens ja ein Verweis in die Zukunft. Ne? Also es ist ein Bild, dem du selbst, also Vorbild, also ist es, du willst in Zukunft so sein, handeln oder diese, dass dir das Halt gibt, was da vorgebildet wird. Und ich glaube, das sind dann eher Personen. Deswegen ist, würde ich sagen, vorbildhaft sind für mich Verhalten von Personen. Es ist aber nicht unbedingt vorbildhaft das Objekt der Architektur, also die Architektur als Artefakt, als das objekthaftes ich geht Gebilde. Auch, weil ich, wenn ich von mir ausgehe, auch einzelne Bücher oder Werke für vorbildlich halte. Es gibt ja eben auch das Adjektiv vorbildlich. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber natürlich ist im Vorbild das ist sehr stark aufgewertet. Ne? Das ist was anderes nochmal. Ja. Ne? Also da hängen wir natürlich mit dem ganzen Herzen dran, mindestens mal für ein paar Monate, bis die Enttäuschung kommt, von der du sprichst, die ja auch wichtig ist. Und die Enttäuschung wechselt sich ja mit einer Widerliebe auch ab. Nicht? Du kannst ja so ein Corbusier mehrfach ablehnen und wieder an dich rankommen lassen. Ja. Das ist ja ein ständiges Wechselspiel, wie wir es auch mit Schmidt-Henner erlebt haben. Das war für mich sehr deutlich gewesen, wo ich dachte, ja, mit dem muss man sich nicht weiter beschäftigen, dem alten Nazi. Und dann ist durch die Vogt-Ausstellung das Bild nochmal sehr deutlich korrigiert worden. Das macht dann auch natürlich Spaß, dass die Moralität, die natürlich ein wichtiges Argument ist,
dann doch letztendlich vom Werk auch getrennt werden muss. Ich sage auch, nicht generell oder prinzipiell, sondern es gibt immer diese Möglichkeit, sich zu orientieren, indem man sagt, wie komme ich zu meinem letzten Urteil? Gut, schaue ich mir an, wie der Mensch moralisch war, wie er sich verhalten hat, politisch und so weiter. Ich kann aber auch, wie das übrigens Marx gemacht hat, nicht, sehen, dass es Reaktionäre gibt wie Balzac, die dem alten Regime, der Bourgeoisie und dem Kapitalismus zudienen und Partei dafür ergreifen. Aber ganz großartige Werke schreiben die Komödie immerhin, in denen sie auch ganz tolle Analysen gewissermaßen dem Leser oder dem Kunstbetrachter, wenn es ein Maler ist, an die Hand geben, die ihn ermächtigen, weit über das Bewusstsein des Autors hinaus sich Aufschluss zu geben über eine Gesellschaft oder über eine Zeit. Das darf man nicht vergessen, dass die Vorbildhaftigkeit eines Werkes auch darin sich zeigt, dass es ganz deutlich den Kopf, das Bewusstsein des Autors übersteigt. Der sagt irgendwie dummes Zeug. Bei Musikern gibt es das oft. Ja, jetzt dieser Dirigent, ne, den sie in München da den Russen engagieren wollten, der sich da dumm politisch geäußert hat. Und dann macht er einen Abend und dirigiert vielleicht irgendwie Mendelssohn, wie man es noch nie gehört hat. Also das muss man immer in Rechnung stellen und das lernt man mit der Zeit. Das ist auch eine Form der Reife, dass es gut ist, auf die Moral, auf den Lebenswandel, auf die Person zu gucken, aber dass man dann doch auch merkt, das Werk hat auch ein Eigenleben. Und selbst das Werk von einem alten Nazi wie Knut Hamsun, Segen der Erde, hat ein Eigenleben und ist ein großartiges Buch, beispielsweise, ne, um also so ein drastisches Beispiel zu nennen. Und das bedeutet nicht, dass man plötzlich Sympathie für die Nazis bekommen muss, um Gottes Willen. Ne? Er ist ja in sich trotzdem authentisch. Das ist ja, also, glaubwürdig gefiel mir da ganz gut. Ja, aber sagen wir, die Frage gibt schon einen Unterschied. Nämlich, ist er in seinem eigenen Werk, das er macht, hat er da diese Beständigkeit, ja oder nein? Und bei Corbusier, wie bei vielen Architekten übrigens, ist es einfach so, dass dann, es interessiert mich jetzt nicht, wer mein Auftraggeber ist. Ich möchte das Ding machen. Ja, das ist nochmal schon was anderes. Es gibt ja Caravaggio, als ist ja so ein Generalbeispiel für den Unmoralischen eigentlich, der aber hinreißend und gewaltig, toller, in sich ruhender Künstler ist in seinem Werk selbst. Das finde ich schon. Ja, aber da habe ich dann Probleme, weil wir wissen natürlich über die historischen Architekten relativ wenig. Denn trotzdem findet man das Werk toll. Wir wissen ja nicht, wer wie der Ictinos oder der Kallikrates, was das für Menschen gewesen sind, weil wir einfach nur wissen, dass wir kennen nur die Namen. Da kommt immer Palladio auf eurem Bildschirm. Was wissen wir über Palladio als Mensch? Gar nichts. Ich glaube, der war verheiratet, aber mehr weiß man nicht. Und trotzdem findet man ausschließlich aus dem Werk heraus, dass es ein in sich integres Werk ist, das Schlüssigkeit hat und eine Architektur, die wir immer noch gerne anschauen und aus der wir viel lernen können, obwohl ich über die Person gar nichts weiß. Da trennen wir automatisch, weil wir gar nicht anders können, von der Person und dem Werk. Klar, je näher wir zur heute kommen, desto mehr wissen wir in der Regel über die Architekten. Und gerade mit so einem Beispiel wie Schmidhenner, klar, den kann ich mir einfach als Architekten, auch als integren Architekten, wie er plant, wie er baut, was er für Formen verwendet, das kann ich alles gutieren. Ne? Aber dann kommt schräg die Nazi-Geschichte mit rein oder irgendeine andere politische Geschichte, die mir ihn dann als Person, unabhängig von seinem Werk wieder, unabhängig von seinem Werk, muss man dann sagen, irgendwo unsympathisch. Ja. Es sei denn, es kommt tatsächlich bei Bohnen, als hätte man das ja, dass der wirklich dann auch während des Dritten Reiches manche Projekte gemacht hat, die man auch nicht mehr schön finden kann. Aber ich kann ihn genauso auch dann bis in die 50er Jahre als guten Architekten immer weiter sehen. Ne? Wenn ich nur das architektonische Werk betrachte, ohne die Person, gibt es vielleicht ein paar Entgleisungen dazwischen, aber sonst geht das reibungslos durch und immer ganz nah am Tarn der Zeit. Es hat sich ja nicht geändert. Da gab es ja vor einem halben Jahr, war das Spiegel-Interview mit Ingenhofen,
Wer war dann noch dabei? Die Großen, die alle sagen, natürlich stimmen die Zahlen nicht, die wir rausgeben. Das ist uns auch wurscht, egal, was das hinterher kostet. Herzog war auch dabei, glaube ich. Und das war natürlich, sagen wir mal, was die Frage der Moral betrifft, unter aller Kanone. Das muss man einfach dazu sagen. Ja, das war wirklich... Und da kann man sich vorstellen, dass die, würden sie Bauherren haben, die, die nun auch politisch auf einer anderen Linie liegen, wie wir sie gutieren, dass sie da auch tätig werden würden. Das glaube ich schon. Das haben die doch zum Teil zugegeben. Haben die auch zugegeben, ja. Das machte die Sache doch so anrüchig. Ja. Ne? Ja, ist da nicht der Punkt, weil du sagst, mit dem Palladio finde ich ganz interessant, taugen Vorbilder nicht dann eigentlich nur was, wenn du eben nicht die ganze Geschichte kennst, dass du die Form der Idealisierung entweder des Werkes, des Entstehens des Werkes oder der Person vornehmen kannst. Weil wenn du das komplett weißt, und in unserer Gesellschaft weiß man ja alles komplett von allen in relativ kurzer Zeit, das schreibt dieser Marchot, der Thomas Marchot in dem Buch Vorbilder übrigens auch, dass natürlich die Vorbilder, die realen, gibt es fast nicht mehr, weil es gibt keinen sauberen mehr. Es gibt keinen, der sozusagen unbefleckt durchs Leben geht und moralisch komplett irgendwie rein. Und wenn, also wenn man so viel weiß, ist was dabei. Und da sagt er, dass es deswegen die realen Vorbilder nicht gibt. Deswegen schaffen wir uns Bilder, denen wir nachahmen, die aber praktisch nicht erreichbar sind. Und die Bilder sind idealisierte Kunstformen. Das sind im Grunde gar nicht real existierende Vorbilder, sondern das sind Ideale, die wir nachahmen. Und da ist vielleicht Palladio, weil du sagst, klar, da weiß man nicht, vielleicht hat er seine Frau geschlagen, was weiß ich alles, vielleicht ein fürchterlicher Mensch, keine Ahnung. Du weißt es nicht, du siehst nur das Werk im Rückblick und das ist auch absolut nicht zu verbinden mit dieser Person. Insofern taugt es zur Idealisierung und es ist natürlich auch ideal als Vorbild. Und das, glaube ich, ist vielleicht heute gar nicht mehr so möglich. Diese klaren Vorbilder, die sehe ich nicht mehr so. Deswegen, wenn du fragst, wer sind die Vorbilder, dann kann man das schwer beantworten, glaube ich. Du kannst nur irgendwie vorbildhaftes Verhalten in einzelnen Bereichen oder vorbildhafte Werke oder vorbildliche Werke vielleicht. Aber meinst du nicht vielleicht sogar, dass gerade in der heutigen Popkultur die Vorbilder zu Zeitgenossen geworden sind? Der Beethoven hat noch Vorbilder, die 400 Jahre früher gelebt haben. Ne? Ja. Eher, oder? Ja. Nicht? Und dann auch die Renaissance-Leute, die sind sehr selbstbewusst, aber die ziehen ihre Vorbilder, die müssen dann schon 1000 Jahre zurückgreifen. Ja, das hat uns die Moderne ausgetrieben, glaube ich. Aber also ich war in den Sommerferien in Sizilien und bin natürlich die schönen Tempel Segesta und was weiß ich alles abgefahren. Und du stehst davor. Und das ist schon ein wahnsinniges Erlebnis, dass du merkst, da waren Menschen da, das sind 2500 Jahre zurück, die mit einer unglaublichen Präzision und mit handwerklichem Geschick und Gefühl für Proportion und alles etwas machen, was du selber nicht hinbekommst. Das ist wahnsinnig. Also ich finde es ein unglaubliches Erlebnis. Und der Zeit abgetrotzt, ne? Ja. Die sich dem noch viel mehr widersetzt. Ja, und du guckst eigentlich, ich habe so ein Lieblingsthema in den Eckkonflikt, weil man mit dem eigentlich erklären kann, wie Architektur geht. Ich finde, das ist so ein, da kannst du richtig erklären, wie es geht. Ja, und wie kommt ein Haus um die Ecke oder wie kommt es zu Ende, ohne dass du so eine blöde, serielle Geschichte machst, wie wir sie heute machen. Also wie kriegt man den Körper? Und das muss man sich ja vorstellen, dass diese Dinge, die da gemacht wurden, mit einer Präzision gemacht wurden, wo wir heute weit zurückstehen mit allen Schneidemaschinen, die wir haben, wenn man das berücksichtigt, welche Werkzeuge und welcher Unsinn das war, um etwas darzustellen, was vollkommen ist. Deshalb glaube ich schon, dass... vordergründig natürlich unsere Idole, vielleicht muss man das unterscheiden zwischen Idol und Vorbild. Das Idol etwas ist, was zeitgebunden ist, aber das Vorbild, glaube ich, schon etwas Zeitunabhängiges ist. Ich hätte jetzt anders gedacht, dass das Idol das Unerreichbare ist,
Weil es idealisch ist. Ja, und dass Vorbild etwas ist, was man vielleicht doch glaubt, gerade in jungen Jahren glaubt, vielleicht mal erreichen zu können. Übertreffen vielleicht. Also die Renaissance-Leute wollten das übertreffen. Übertreffen. Ja, das ja, die waren natürlich sehr selbstbewusst gewesen. Ja, ja, Klassizismus auch. Also das Übertreffen bleibt lange Zeit doch das Ziel. Ja, ja. Man möchte größer sein, perfekter als die Antike, weiterkommen. Das geht auch, ich denke, auch noch das ganze 19. Jahrhundert hindurch, dass man verbessern will, dass man meint auch, man kommt weiter, als man vorher war. Aber ist als das, die historischen ist Dinge waren. Ist die Popkultur nicht die Krönung dessen? Ist das nicht die Verbesserung Hic und Nunc? Die eingebildete? Das war ja immer eine eingebildete Verbesserung, weil dafür gibt es ja kein Mal, du kannst es ja nicht messen. Ja. Nicht? Du hast entweder das Selbstbewusstsein oder nicht. Ich glaube, wir haben heutzutage eigentlich den Höhepunkt der Vorbildkultur schlechthin. Ja. Der Idolisierung von Personen und Werken. Wir haben noch gar nicht über das Nachbilden gesprochen. Das fand ich so als Vorbild. Das ist ja dein Vorbild nachbilden. Und das ist, glaube ich, auch was interessant ist für hier das Plenum. So die Frage, wie viel Nachbildung notwendig, erlaubt und auch wirklich vielleicht sinnvoll ist, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Das ist, finde ich, so ein interessantes Phänomen. Ist es hilfreich, die Gedanken oder eines anderen so nachzuvollziehen, dass du sie auch praktisch nachbilden kannst, dass du sie abbilden kannst und was für einen Zweck hat es zum Beispiel auch in der Ausbildung. Das ist ja was wir auch immer wieder diskutieren. Ja. Wie viel ist das Nachahmen sozusagen schon per se irgendwie ein Element unserer Lehre, die irgendwie sinnvoll ist. Ne? Und das finde ich ein ganz interessanter Punkt, weil ich glaube, Nachbilden hat dann Sinn, wenn du dann durch diesen Erschöpfungsvorgang des permanenten Nachbildens dazu kommst, das ist wie bei Kindern, die man erzieht, die dann irgendwann dir sagen, also jetzt reicht es mir von dir, jetzt bist du nicht mehr der, dem ich nachahme, ne? Weil das geht nicht mehr. Du musst dich ja lösen, um selbst dann so einen Befreiungsmoment, eine eigene Identität zu finden. Und so ein bisschen ist es ja auch in der Architektur so. Ich glaube, deswegen diese Otto-Wagner-Geschichte, man ist dann früher auch, ist man wahrscheinlich auch gehalten, erstmal nachbildend tätig zu sein. Ne? Bis man ja irgendwie eine Sicherheit bekommt, dass das eigene Tun, was irgendwie scheinbar jetzt erstmal, ist natürlich immer voll von Einflüssen, aber was erstmal scheinbar sozusagen aus einem selbst in Anführungszeichen geschöpft ist, wirklich so wichtig und bedeutend werden kann, dass du es traust, das auch zu tun. Und das ist so eine Geschichte, finde ich, auch hier in der Fakultät. Es gibt ja eine ganz andere Systematik, die Meisterschule von früher. Das ist doch nur Nachahmen gewesen. Ne? Ja, so genau, richtig. Ja, ist auch das bessere System, muss man ja sagen. Also, das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar, dass da man diese auf der abstrakten Ebene, auf der wir Architektur unterrichten, weil wir halt an einer technischen Universität sind, dass es ein vollkommener Blödsinn ist, weil viele Dinge einfach banal und handwerklich gehen. Das ist einfach so. Und wenn ich da sitze und ich sehe, wie jemand zeichnet und wie er das macht und wie er das zusammensetzt und ich sitze daneben, dann lerne ich da wahnsinnig viel. Aber das dürfen wir nicht machen, weil es zu banal ist. Oder wenn man irgendwie sagt, komm, also ich hatte das Erlebnis, da war hier ein toller Hochschullehrer, der war Assistent, aber bei dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und der hatte einen Wettbewerb zu machen und hat mich als Student gefragt, ob ich nicht mitmachen will. Ich hatte keine Ahnung davon. Und da ging es auch gar nicht um den Wettbewerb, sondern es ging um die Art und Weise, wie man etwas darstellt. Und der hatte den Stift genommen und hatte so in Döllgastscher Manier Schatten gemacht. Und ich konnte das gar nicht. Und plötzlich war der Gegenstand plastisch da. Also Döllgast, müsst ihr angucken, wunderbarer Zeichenlehrer. Und ich bin nach Hause und habe einfach die Bewegungen nachgemacht. Also das, was die Hand macht, einfach nachgemacht. Und ich konnte das dann. Und das ist ein ganz banaler Vorgang. Und so gibt es tatsächlich viele Vorgänge, dass ich sehe, wie wenn einer einen Raum macht. Und deshalb wäre es gut, wir würden einfach mal auch entwerfen und die würden zugucken, wie das geht. Das finde ich toll. Aber wir reden drüber über Schichten und Erschließung und jeden Scheißdreck. Ja. Und
Und dann sollst du das in die Birne rein und dann kommt es mit den Schichten oder Filter, ja, oder Scholle oder da gab es ja lauter so Scheißdreck, ja, vor allem in den 90er Jahren, diese Begrifflichkeiten. Und dann kamen die Studenten und haben gesagt, ich mache eine Scholle. Ja, Menschenskinder normal, ja, zeichne erst mal das Ding richtig. Und deshalb weißt du nicht mehr, wie geht denn ein Fenster in der Wand? Und weil wir das nicht mehr wussten, wir für alle Akademiker, da hat man lauter Latten gemacht, weil wir können ja keine Fenster mehr machen. Und das finde ich sehr entscheidend, dass wir da runterkommen und sagen, ey, da gibt es ein paar Dinge, die können wir euch sagen und da können wir euch an die Hand nehmen und die sind so. Und das ist in Meisterschule anders. Oder das ist anders, wenn ich im Büro bin und da sehe, wie das einer macht. Ich glaube da wirklich dran. Und ich glaube an so banale Sachen wie Maßstäbe oder Sehen von Dingen. Ja, dass, wenn ihr als Kinder im Bett liegt und ihr seht so eine Bettdecke und da geht er mit dem Viking-Auto drüber, er erklärt es immer wieder, dann gibt es so Maßstablosigkeiten, man kriegt ein Verhältnis zur Weichheit und zur Schärfe und da macht man einen Knick rein und man erlebt Raum. Und das kriegt man abgewöhnt, weil du darfst dann immer drüber reden. Ja, wir müssen das irgendwie anders erklären. Und diese Übersetzung, die wir leisten und die wieder zurückgeht zum ganz banalen Machen, die ist kompliziert. Zwei Sachen dazu. Einmal in der Künstlerausbildung ist es ja bis weit ins 20. Jahrhundert hinein üblich gewesen, zu kopieren. Da werden die Künstler in die Galerie geschickt und dann wird abgemalt. Die haben dann erstmal ihre Rubens gemalt und so mit den Farben, mit der Pinselduktus und so weiter. Da sind trotzdem dann moderne Künstler daraus geworden. Ja. Das sind nicht Kopisten geblieben, sondern die haben das handwerklich beherrscht und daraus dann die Sachen verstanden und weiterentwickelt. Und wir hatten es hier im Studium ja auch noch bis 1970 etwa, die Bauaufnahme. Ja. Ne? Schmidtenersche Schule. Ja. Jeder Student musste einmal ein größeres und kleineres Gebäude minutiös im großen Maßstab aufnehmen, bis ins kleinste Fensterdetail. Und dabei hat man, glaube ich, unheimlich viel gelernt über Proportionierung, über das Detail, über Materialität. Das ist ja dann abgeschafft worden, 1970 etwa, weil man meinte, man kommt ohne das aus, weil man es selbst erfinden kann oder weil es aus der Strangpresse kommt oder sonst woher. Da ist, glaube ich, viel verloren gegangen, was wir kaum mehr wieder rückholen können. Wenn wir es denn rückholen wollen, das wäre jetzt die Frage, brauchen wir das oder können wir, das, ist das nicht längst schon durch die Industrie erledigt und wir können uns auf ganz andere Sachen, auf die Scholle und die Schichtung und Ähnliches konzentrieren. Das wäre jetzt eine Schlusssatzantwort von allen möglichen Beteiligten. Von allen möglichen Beteiligten, ja. Wenn wir nicht unser Format sprengen. Nein. Also ich wollte nur einen Satz zu dieser Nachahmung, was dem entgegensteht, ist glaube ich schon, dass bei uns heute, das ist ja auch ein Erfolg einer offenen, liberalen Gesellschaft, das Individuum mehr im Mittelpunkt steht. Und es ist so ein Widerspruch der Nachahmung. Ne? Das Nachahmen der Meister-Schüler ist natürlich auch ein Denken, das aus einer, sage ich mal, gesellschaftlichen Struktur kommt, dass es den Meister Schüler so in der Nachahmung sozusagen dem Schüler gelingt, irgendwie den Meister zu erreichen. Ich glaube, da sind wir in so einer liberalisierten Gesellschaft, die das Individuum im Vordergrund hat. Es gibt ja immer diesen tollen Begriff der Selbstoptimierer, was jetzt die Kehrseite des Individuums ist. Da ist es, glaube ich, schwierig und ich ahne schon, dass wenn hier die zukünftigen Kollegen da sitzen würden und müssten uns da mal 3-4 Tage so zugucken, die würden vielleicht Schwierigkeiten bekommen. Oder? Wir auch. Wir auch, ja. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, dass wir natürlich immer versuchen, das Individuum, auch die Fähigkeiten und die Möglichkeiten des Individuums zu sehen, da ist ja unser ganzes Bildungssystem, also jetzt nicht tatsächlich, aber vermeintlich darauf ausgerichtet. Und dass das dem entgegensteht, dieses Nachahmen, sondern man versucht, die eigene Identität so stark zu fördern, dass ein eigener Ausdruck jetzt bei uns Architekten entstehen würde. Und das widerspricht dem ein wenig. Ich glaube trotzdem, dass die Mischung gut wäre, des Nachahmens und des Wiederfreimachens, des Lösens, Nachahmen, Lösen, immer im Wechsel. Im Moment ist es so, dass es so ein bisschen ungebunden hier alles ist, auch in der Lehre, dass man eben ohne diese Nachahmung auch so eine Wahllosigkeit irgendwann auch hat. Und ohne Vorbild und ohne Bild, bei dem du nachfolgen kannst, bist du auch ein bisschen verloren, schlichtweg. Aber in unseren Master Spezialisierungen könnte man eigentlich einen Moment davon zurückholen. Ich denke auch, dass das ein
ein Punkt ist, der uns dazu geführt hat, zu sagen, dass wir in diesem Stammmaster einen einheitlichen Master vorstellen, aber dann doch einen durch die einzelnen Institute wiederum sehr gesonderten letztlich an, durch die Hintertür anbieten, der die Meisterklasse zwar nicht möglich macht, auch nicht möglich machen kann, weil ich denke, wie du, dieses sozusagen psychologische Kombinat Meister-Lehrling gibt es so nicht mehr. Wir sind auch übrigens keine Meister als Person. Ja. Wir sind nicht in der Struktur so. Also ich hab nicht die Sicherheit, ein Meister zu sein. So. Die hat, und ich glaube, die gibt es auch nicht mehr, diese Figur. Ja, weil das ist nämlich eine angemaßte Sicherheit, die, für die bist du schon zu vornehmen. Nein, da habe ich das Gefühl, ja, zu reflexiv vielleicht oder zu, ich weiß nicht, also ich könnte mich nicht hinstellen und sagen, es ist so, Leute, bitte nur nachahmen, damit alles gut. Könnte ich nicht machen. Ja, ich kann das. Ich zeige dir nur Bilder. mit meinem Material. Ne? Ich zeige dir ja nur Bilder von Bauten, die tatsächlich als Vorbild gelten können, weil sie eine gewisse Kanonisierung erfahren haben, und die vielleicht nicht zu Unrecht. Das ist unwidersprochen, was du zeigst. Ich glaube, bei uns beiden bleibt das hängen. Die auch, letztlich. Ja. Ne? Das sind ja die Theoretiker, die... Genau. Bei uns bleibt das hängen, was euch verloren gegangen ist, weil wir beziehen uns völlig auf die alten Autoritäten. Ne? Ja. Na gut. Eine Anwendung für heute. So. Ja, das war's dann, oder? Ja. Ja, schlauer werden wir heute nicht mehr. Ja, genau. Dann also noch einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören.